What's up, Hallo, willkommen zu UIT Playoffs. Scheiße. Ja, wir sind jetzt in den Playoffs. Dank Bora tatsächlich. Und Bora ist unser Gegner jetzt. Bora hat letztes Mal gegen Eve gewonnen. Wir haben 3-0 gegen Arno gewonnen. Dadurch sind wir in den Playoffs gelandet. Ja. Team. Entweder gestern im Teambuilding-Video oder unten in der Beschreibung. Ja, so wie immer quasi. Eins von beiden wird es auf jeden Fall geben. Ja. Ich habe mein Team ja im Vergleich zum letzten Gaming Borat durch umgebaut. Ich habe durch defensiver gebaut. Und ich hoffe, dass ich diesmal auch etwas wacher spielen kann. Letztes Mal hatte ich ja ein paar Sachen, die absolut dumm gelaufen sind. Das Ding mit Teachin, das Ding mit Poco-san. Ja. Wir gehen rein. Es gab übrigens keine Switches auf meiner Seite seitdem. Ich weiß nicht, ob Bora was geswitcht hat seitdem. Auf jeden Fall, ja, ich bin angespannt. Ich habe einen Kalk offen. Aufnahme läuft. Audio läuft. Kalk ist offen. Und ich habe eben dabei, ich habe Leno oder ich habe fast das gleiche dabei wie letzte Woche. Nur statt Celebi ist Zwirfins dabei. Weil ich mir mit Zwirfins eine deutlich bessere Abdeckung des Necrozmas erwarte. Vor allem ist es ein Chesto-Resto, also wir haben da auch Recovery drauf. Wir haben einen Nachtara noch dabei mit Wish, der auch unsere Monster ein bisschen hochheilen kann. Und das Interessante am Ganzen ist wahrscheinlich ein Scarf Tauros. Der hier aber halt als Revenger relativ gut sein könnte. Den Damage machen heute die anderen. Da brauche ich Tauros nicht unbedingt für. Da habe ich, wie gesagt, hier Lando und vor allem Heatran für, um hier Damage zu verteilen. Heatran natürlich sehr gut bei sowas. Deshalb spiele ich auch einen Move auf meinem Rotom, um Mordat hitten zu können, und ich hätte es nicht mehr machen müssen, wenn Mordat nicht dabei ist. Aber wir sehen Guzzlord, okay. Also ich habe mit Guzzlord 0 gerechnet. 0. Und das macht es natürlich schon mal scheiße, weil ich dadurch auch wirklich 0 auf den gebaut habe. Und ja. Ich mache eine Flashcam von. Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt. Also. Nein, ich soll mich auf alles preppen. Ja, ich will ich null. Habe ich mich null gepreppt. Was? Habe ich auf Tauros oder was bei den beiden? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur einen Bunny Slam. Könnte ich jetzt schon mal ultra scheiße werden, das Ganze? Wir gehen auch mit Lando rein hier. Ich bin auf alles gepreppt, außer auf das Ding. Und das nimmt er mit. Das ist natürlich schon mal ein überragender Start gerade. Dann hätte ich jetzt hier Pokusan gut. Auf Lampivian ist auch nicht dabei. Gefühlt nichts dabei, auf was ich mich im Vorhinein gepreppt habe. Tut natürlich weh. Da war meine Crossma, auf die ich mich. Oh, gefühlt überpreppt habe. Na, da ist auch der Power-Up Solar Beam einfach useless. Blöd. Solar Beam ist aber auf nicht sehr effektiver Saat. Geil. Ja, schauen wir mal, was wird. Also das mit dem Ding könnte echt ähnlich werden mit dem Gasol. Ich habe actually keinen Plan, was das Ding taint. Ich weiß, was der Arschspiel kapiert. The Royal, das ist sein Kramor, das weiß ich. Ich würde sagen, wir drücken gleich erstmal eine Gravity gegen den. Ja, ah, das ist natürlich jetzt scheiße. Mit der Bedrohung und der Spiegelrüstung. Aber trotzdem gehe ich erstmal auf die Gravity hier. Er hat Giga, ne? Ja, das Giga-Ding. Das hat er. So, Erlandziehung kommt raus. Und jetzt ist die Kavend ein, okay. Dann wird auch was wir machen müssen. Natürlich direkt der Crit First Turn, das muss natürlich jetzt sein. Ich muss das in der Monster aufschreiben. Also Kramor. Sylveon ist auch dabei. Toxiquack. Necrozma habe ich noch nicht aufgeschrieben. Necrozma.
der Schlinking. Der Krasslord ist auch dabei. Was habe ich noch vergessen? Donarion. Donarion übrigens, von dem ich auch sehr viel Angst hatte vor dem Matchup. Weil das Heatran schneller ist und das ist meine einzige Antwort dagegen. Bisschen scheiße eigentlich. So, was macht er denn jetzt? Das ist Siren, das ist sein Sylveon. Wir kriegen Lefty's Recovery auf unser Lando. Und ich gehe raus in Heatran. Mit der U-Turn. Dann benutze ich das Scarf Sylveon, der mich wegkrittet mit Hyper Voice. Dann kommt zurück und wir gehen in den Adam. Toxin, perfekt, passt. So, ich drücke eine Lichtkanone. Hab hier nichts anderes zu tun, als eine Lichtkanone drücken. Also was ich damit nicht gut treffe, kann ich damit um was anderem gut attachen. Also die beiden Monster, die ich damit nicht sehr effektiv hätte, sind halt Karma und Jonarion. Die wollen keinen Fireblast fressen. Schutzschild. Denkt ihr vielleicht, dass ich gescarft bin? Das kann natürlich sein. Wenn er den Anschein haben will, gebe ich ihm den. Ich stecke aber nochmal nicht Kanone. Ich habe in den letzten Games genug Oberpolitik, das hat nicht funktioniert. Von dem her. Er geht raus, was kommt? The Glutton. Okay. Die Völlerei. Das macht sehr guten Schaden. Ich will nicht angreifen, ich will Pokémon wechseln. Ich lasse ein paar Namen. Ich kann den halt glaube ich nur einschätzen. Ich warte, bis es hier so ein Stockpile-Set wird, weil dafür bin ich absolut scheiß ausgesucht, weil ich diesmal kein Toxin dabei habe. Ah. Gebt mir Toxin statt Solarstoff beim Heat und ich bin zufrieden. Mann! Was kommt denn da jetzt? Porter? Okay, Abschlag kann ich mit dem. So, ich gehe auf eine Staffette. Was macht der Mann? Was macht er? Dort hat keine Lefties, ne? Sylveon hat auch schon mal gewished und geprotected. Dann kam er mit die U-Turn gesehen. Er geht raus, okay, was kommt? The Vexation, das ist ein Donarion. Nehme ich mit. Kriegt man Heatran rein. Ich kriege Heatran hier rein und kann dann hier direkt guten Schaden machen. Wir können uns mal anschauen, was das für ein Gaslord war. Dass es hier von der Flash Cannon knappe 30% gefressen hat. Okay, arg defensiv ist der nicht. Kann ich schon mal sagen. Vielleicht Full HP, aber mehr nicht. Ja, der wird Full HP sein etwa. Ich krieg den Switch-Out, ich geh auf die Lichtkanone. Ich will es auch predikten. Ah. Wenn jetzt wieder Gaslord kommt, will ich hier eine Lichtkanone raus haben.
Er geht raus. Lichtkanone kommt. Wenn ich der Schwester stirb, das fände ich jetzt richtig geil. Würde ich nehmen. Ach, richtig guten Schaden. Ich gehe wieder raus in Panam. Ich habe ihn doch schon aufgeschrieben. Danach hat aber nichts gezeigt, glaube ich. Deshalb habe ich die Monster so ein bisschen angechippt bekommen und bin dann wieder raus. Erdbeben, ja. Das war klasse, dass das hat, wenn er schon so auf Heaton reinkommt. Ich glaube, aber ich gehe trotzdem wieder auf eine Staffette, weil ich mich gegen sehr viele hier immer noch hochheilen kann. Und Atara hat sich so Gotter. Wutanfall, okay. Staffette, okay. Das ist ein bisschen schwierig mit Atara. Sollte halt schneller sein als Tsunaria zum Beispiel. Und ein Wutanfall sollte meinem Heaton jetzt nicht so sonderlich viel machen. Er macht wahrscheinlich was, aber er macht jetzt nicht so viel. Ist okay, ist okay. Und damit sollte das Schlinking auch schon down sein. Okay. Dann habe ich schon das erste Mal erlegt. Vor allem auch das Mal, von dem ich am meisten Angst habe, weil ich keinen Plan habe, was ich davon erwarten sollte. Also ich glaube, ich kann nach Tara nicht mehr hochholen. Ich kann mir höchstens wieder noch irgendwie einen Wish mehr rausholen. Aber hochbekommen tue ich den Safe nicht, außer ich hole irgendwie mal auf den Sylvian oder was rein. Und während der wischt. Aber sonst glaube ich nicht, dass ich ihn noch irgendwie hochbekomme. Leider. Mit einem Wutanfall habe ich ja wirklich nicht gerechnet gerade. Das Ding kommt wieder, okay. Das Ding ist halt, soll ich jetzt Panam abwerfen? Könnte ich halt machen, theoretisch. Panam macht ja heute nicht mehr so viel. Ableitieb kommt. Natara droppt, aber ist hier für mich persönlich okay. Natara hätte wahrscheinlich nicht mehr so viel gemacht. Ist halt schade, dass ich so früh schon droppen musste. So, ich gehe jetzt in Johnny Silverhand und drücke wieder eine Gravity. Und ich habe einen U-Turn. Eins von beiden halt. Der ist Baxter. Zitter Orb. Oh, minus 1 Attack, ne? Oh, wait, hat er eine Lebenbrühe. Das hätte ich ja bedenken sollen. Hat der safe irgendeinen Move jetzt gegen Lando? Safe. Wenn er sowas schon macht. Der kann auch Lebenbrühe oder sowas, glaube ich. Kurz am Handy. Ich will mit 10 nicht mal überlasten, wenn die eh schon immer Arsch einsammelt während dem Aufnehmen. Ice Heap, ja. Aber er ist minus 1, er ist minus 1. Wir leben das, perfekt. Kein Freeze, Erdbeben. Wie gesagt, ich habe schon mit sowas gerechnet, dass er jetzt irgendwas hat, aber ich habe einfach viel zu schnell gedrückt, weil ich da einfach gar nicht nur dran gedacht habe. Ich habe einfach viel zu schnell gedrückt, das war einfach dumm gerade. Ich ist hier oben, bevor ich die Lefties hab. Okay, das Ding ist auch down. Lando ist, soweit ich weiß, schneller als alles, was jetzt noch auf dem Feld ist. Und jetzt kriege ich halt Lando auch vor, außerdem nicht mehr hoch. Außer ich hole ihn immer irgendwie auf Boden-Moves rein oder auf Elektro-Moves, auch von Lunari und U-Turn direkt raus. Nachdem ich die Lefties bekommen habe. Mehr kriege ich wahrscheinlich auf Lando nicht mehr rauf. Bisschen scheiße alles, aber es wirkt so, als wäre es ein relativ schneller Kampf heute werden. Kann ich auch anders enden nachher, aber. Aber vor allem jetzt sieht mir der Zwürfel richtig gut aus. Weil der Schlinking weg ist. Vexation kommt wieder. Wenn die VK gescarft ist, wenn er so reinkommt. Ich U-Turn einfach auf den. Kehrtwende, ja, die kommen auch vor ihm. Ich weiß natürlich, was er jetzt vorhat. Soll ich jetzt aber in den Tauros gehen?
Ich bin mit Tower Skills Scarf, ich kann sowas abfangen. Oh ne, oh, kann ich den mit dem Body Slam killen? Gegen ein Vika Volt. Auf Level 50. Wer hat denn einen U-Turn gemacht? Knapp 30% kann ja gut sein. Killt der Heat hier schon mit dem Donnerblitz? Nee. Klebenetz. Ich habe einen Defog dabei, das passt. Einen Defog habe ich. Und der kriegt gerade nichts mehr in den Feuerblast rein. Kann ich mit Free Fire blasten hier. Feuersturm und der killt wahrscheinlich, ne? Yep. Zumindest ist die Preparation für eine Cosma S, gehe ich jetzt nicht ins Wirfinst. Okay, du Nein ist down. The Purger. Der Boy ist back. Nur diesmal habe ich ein bisschen bessere Versorgung für den. Surfins kommt. Wenn es nicht speziell ist, ist natürlich wieder scheiße, aber ich glaube, dass mir vorher, dass er wieder ein physisches spielt. Weil dafür wird das Zelda besser rausbekommt. Ah, Saka kommt. Ja, der Speedtop wirkt halt nicht. Krummlöffel, der ist, also, der, also, der hat Damage. Aber wir können den besser hitten. Der boostet nur seine Spätzle. Nur. Und ich glaube auch, dass mein Dinger schneller sein sollte, mein Lando. Gut, auf jeden Fall, dass er schon eine Weakness Policy hat. Ich glaube, einen Move soll ich trotzdem tanken. Also, Service ist ja rett, der hat 130 in beiden Def-Werten. Ein Move soll ich eigentlich tanken, weil er nicht sehr effektiv ist. Mit Following Grace soll ich eigentlich tanken. Wäre natürlich jetzt geil, wenn ich mich aber in zwei Games hintereinander komplett auf das Falsche in der Cosmo gepreppt hätte. Ist ja auch scheiße, Natara jetzt weg ist. Natara würde es natürlich mit dem Ding einfach kurz abschließen, aber da kam der Wutanfall. Bisschen kacke gelaufen am Ende. Hätte ich in der Turn mal gewischt. Was kommt jetzt? Was macht er? Gedankenmut immer noch, okay. Er kriegt jetzt also einen Poltergeist ins Gesicht. Okay, ich hau kurz, der Mist schon wieder, ne? Ich bin da geprägt von sowas. Ich werde wahrscheinlich kein +2 tanken, ne? Necrozma. Ich weiß nicht, was für Necrozma ist, ne? In der besten Fall will ich nur einschätzen. Ich halt ist mir nach dem, was ich jetzt an Damage gemacht habe, gerade mit dem Poltergeist. Ability ist Prism Armor. Ist gar nicht drin, leider. Wie viel Zeit habe ich für ihn? Ich habe 30 Sekunden, okay, schneller. So. Okay. Alter, noch Item, wir haben noch den Löffel, den Spoon. Anscheinend aber relativ defensiv zu sein, außer natürlich die, Jetzt dauert es gerade zu lange mit dem Kalken. Psychokinese, die kann ich tanken. Ich tank die, sehr gut. Nochmal Poltergeist. Ja, er hittet. Sehr gut. Macht sehr guten Schaden. Und ich habe den Shadow Sneak. Ich habe den Shadow Sneak. Und er soll jetzt killen. Bitte. Bitte, Dusknor. Kill den! Dieses Kackding, Alter! Das ist eine Cosma, Alter! Nix ist er! Nix! Nix ist er! Nix!
Ah, okay. Das läuft gerade sehr gut. Das läuft gerade sehr gut hier. Wenn jetzt Sylvan kommt, reste ich. Ja, ich reste jetzt. Ich reste mich jetzt wieder hoch. Entweder killt er mich jetzt oder ich reste. Wenn er jetzt wish, dann bin ich ja wieder voll. Go, geh auf den Wish, Bruder. Er geht wieder raus, er geht raus. Ich krieg meinen Rest. Perfekt. Ich kriege meine Chesto. Ich krieg mein Chesto Rest wieder raus. Erholung. Und mein Chesto. Perfekt, Alter. Dusk, nur der Matchmaker hier. Guter Mann. Und den burn ich jetzt so. Der wurde noch nie so geburnt wie jetzt. Duskner. Der ist noch nie so geburnt worden wie jetzt. Da darf ich auf Flugmove gehen. Dünner Schalt sagen, er boostet seine Death, ist für mich aber okay. Licht kommt, er ist geburnt. Jetzt will ich einfach nur noch ein bisschen droppen lassen von den KP her. Mich würde der Drop nicht wirklich, weil ich habe Heatran. Und ich kann auch gleich sehen, was er für ein Item hat, logischerweise. Wenn ich jetzt Poltergeiste. Kann ich sagen, es ist ein Anti-Feuerbeere hat? Ja, er hat die Anti-Feuerbeere, okay. Er hat die Anti-Feuerbeere. Weil ich jetzt auch gleich. Okay. Ich jetzt in Brandon. Da resetze den Move vierfach. Dann kann ich die fangen. Soll nichts machen eigentlich. Ja, macht auch nichts. Das war jetzt der dritte Move schon. Also kann ich jetzt theoretisch Body pressen. Aber es hat geburnt. Weil ich würde jetzt einmal sehr gerne defoggen, eigentlich. Sollte auch eigentlich schneller sein als der. Ja, das tut mir jetzt nicht wirklich, dass ich hier einen Evasion Drop bekomme. Hier im Netz ist weg. Perfekt, Body Press kommt. Wie gesagt, der hat einen Death Drop, Burn drin und es macht halt nothing. Es macht halt wirklich nothing. Sehr, 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 sehr gut. Hier ist aber eine Hydro, der macht mir ja eh nichts, der Mann. Der Mann macht mir nichts. Hier ist eine Hydro ins Gesicht. Und hier ist es auch. Und die macht richtig guten Schaden. Body Press kommt wieder. Macht aber weiterhin, wie gesagt, nichts. Und jetzt gehe ich auf den Wurzwitch, weil ich den jetzt erstens habe ich damit killen können und zweitens vorstellen können, dass jetzt ein Sylveon rausgeht, eins von beiden. Weil ich leider auch mal die Jobs hergeben, die Boosts hergeben will. Oder sich mit Sylveon mal hochholen will. Der killt leider nicht. Die können wir aber einmal in Dusknoir gehen jetzt. Der sollte eigentlich hier alles gut tanken können. Dusknoir, der Matchmaker, wie gesagt. Dieser nur die Quarko-Beere, die haben wir vorhin schon gesehen. Body Press macht nix. Natürlich, ob ich ihn mit Shadows nicht killen kann. Ich weiß, er wird wahrscheinlich nicht reichen, tipp ich mal. Oder reicht's? Es reicht! Das war eine geile Sau, Alter! Sir Fins! Also, sorry, das ist ja nicht irgendwie. Nicht irgendwie angreifend gegen Boro sein, falls es irgendwie so auslegen wollte oder sowas. Ich freue mich immer, dass Arasaka einmal in seinem gesamten Leben was gemacht hat. Der war bisher sehr unterirdisch diese Season. Weil ich glaube, ein Game, wo er mal was gerissen hat. Das droppt er, glaube ich, auch. Nee, er droppt nicht, weil er einfach tankt. Er tankt einfach. Er ist der Tank in Person. Und Finale kriegt den Poltergeist ins Gesicht. Aber richtig. Der richtig guten Schaden. Jetzt gehe ich hier in Heatran raus und sollte es eigentlich gewinnen können mit Heatran. Sonst habe ich noch Tauros dahinter, der noch was machen kann.
wird es hier wirklich ein 5-0 in den Playoffs? Nachdem ich da vorher von Boro dreimal geflext wurde. Wird es das wirklich? Und dann hat Heatwin wieder irgendwie 5 Kills gemacht im ganzen Game. Wait, Heatwin hat Schlinkin gekillt, hat Onarion gekillt. Jetzt wird es wahrscheinlich noch viel Inara, so wie es aussieht. Lichtkanone kommt. Lichtkanone macht guten Schaden. Schallwelle kommt, ja, okay. Jetzt hat er auch gemerkt. Also, da muss ich jetzt auch nicht mal die Zelle rausholen, glaube ich. Alter, Heatwin. Oder einmal, alter Team, holy shit, ich hab Taurus noch nicht mehr gebraucht in dem Matchup, ne? Ich hab Taurus nicht mehr gebraucht, perfekt. Und damit gewinnen wir in den Playoffs gegen Bora mit 5:0. Bam, Junge! Ah, geil. Geil. Gutes Game geworden. Nur noch Taras gedroppt ist, weil ob so das zweite Mal im Game was gedroppt ist. Und wir gewinnen das Ganze hier, bin ich mit 5:0, das ist unfassbar. Und das alles dank Zwiffins. Weil der das One, was wieder am Sweepen gewesen wäre, alleine abgefangen hat. Schaut euch diesen Mann an. Schaut euch diesen wunderschönen Mann an. Der nach absoluten Hurensohn-Firma im Spiel benannt ist, aber schaut euch diesen Mann an. Wie wunderschön er ist. Schaut ihn euch an. Guck mal, wie Power der hat. Schaut euch, wie er das slappt. Okay. Lassen wir das. Auf jeden Fall, GG an Bore. Ich bin ja so unfassbar geflasht von diesem Moment einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Game wird. Ich hab, das wird, nachdem Sets nicht da gebaut hat, ich hätte irgendwie drei Monster, die full HP, full Death-Welt investiert waren. Abgab, es wird irgendwie gar nichts offensiv. Und dann passiert sowas. Dann passiert ein 6-2-Minuten-Kampf, in dem plötzlich Zirfins 2 Monster killt. Das ist absolut unfassbar. Und ich liebe wirklich alles daran. Und mit dieser wunderschönen Ingame-Aussicht hier aufs freie Meer verabschiede ich euch dann in das bis zum nächsten Game, bis zum nächsten Team-Meeting, whatever. Aufstieg ist in Planung, Jungs. Aufstieg ist in Planung. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.